Wunderbar. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und für die Einladung. Ich darf heute unsere pädagogische Leiterin von Safer Internet vertreten, die Barbara Buchecker, wie schon erwähnt, die leider kurzfristig erkrankt ist. Und ich bin eben heute hier als ihre Ersatzrednerin sozusagen. Das Thema vorgegeben, wir haben ja heute schon zwei Inputs gehabt, Hashtag Mental Health, Hashtag FISPO, Hashtag Body Image. Ganz ein großes Thema bei den Kindern und Jugendlichen ist natürlich immer das Smartphone, die sozialen Netzwerke, aber natürlich nicht nur bei den Jugendlichen. Es wird sich ganz oft auf die Jugendlichen konzentriert, aber auch wir selbst als Erwachsene nutzen natürlich die sozialen Netzwerke eigentlich auch jeden Tag. Ich nehme da gleich mich als bestes Beispiel. Ich bin auch in ganz vielen sozialen Netzwerken unterwegs, natürlich zum einen, weil ich es beruflich brauche, aber zum anderen natürlich auch privat. Und ich selbst habe auch zwei Kinder im Alter von 14 und 11 Jahren, das vielleicht auch noch vorweg als Information. Das heißt, ich weiß genau, was unsere Kinder und Jugendlichen beschäftigt, nicht nur von meiner beruflichen Tätigkeit her, sondern weil ich zu Hause auch damit befasst bin. Meine Kinder haben auch beide ein Smartphone und von dem her ist das natürlich bei uns auch immer wieder ein Thema mit den ganzen verschiedenen sozialen Netzwerken und deren Nutzung. Was beschäftigt uns am meisten in den sozialen Netzwerken? Natürlich, wir haben eine große Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten aufgrund der technischen Möglichkeiten, die uns auch in Zeiten wie diesen zur Verfügung stehen. Und es gibt natürlich eine Vielzahl an sozialen Netzwerken, die wir nutzen können. Allen voran WhatsApp ist eines derjenigen, die am meisten genutzt werden, um miteinander in Kontakt zu bleiben, aber nicht nur. Es gibt natürlich auch Snapchat, es gibt Instagram, es gibt Facebook. Und gerade auch bei Instagram und Facebook ist es natürlich so, dass man andere an seinem Leben teilhaben kann. Das heißt, man kann Informationen posten, man kann Bilder hochladen, man kann ganz viele verschiedene Einstellungen in den jeweiligen Netzwerken so machen, dass andere und auch, wenn man es, je nachdem, wie man es eingestellt hat, die Privatsphäreeinstellungen jetzt nicht so restriktiv hat, eigentlich mehr oder weniger die ganze Welt sehen kann, was ich mache, wofür ich mich interessiere. Ein ganz ein großer Trend natürlich ist immer auch ein bisschen die Selbstdarstellung. In letzter Zeit vor allem, auch in den letzten 1,5 Jahren, seit uns natürlich das Thema Corona ganz groß beschäftigt, mit dem Lockdown, war das für unsere Kinder und Jugendlichen, aber bitte wieder nicht nur, auch für uns Erwachsene, ein Medium, um mit anderen in Verbindung bleiben zu können. Ganz ein großes Thema. Die Kinder und Jugendlichen mussten es für die Schule gebrauchen, Stichwort Homeschooling, wir selbst Stichwort Homeoffice und waren damit befasst, mehr als wir es uns wahrscheinlich jemals vorstellen konnten. Und es begleitet uns, wir befinden uns ja noch immer im vierten Lockdown, nicht mehr lange, aber doch noch immer. Und es begleitet uns noch immer und ich denke, es wird uns auch noch eine ganze Zeit lang begleiten. Für Kinder ist es und Jugendliche ist es oft eine ganz, ganz wichtige Sache, sich ein bisschen auch selbst im Internet darzustellen. Wo muss man da besonders aufpassen? Ich möchte da zu Beginn einmal kurz einen kleinen Rundumschlag und eine kurze Info dazu geben. Selbstdarstellung ist nicht immer eine gesunde Sache. Es kann physische, aber auch psychische Schäden für die Gesundheit davontragen. Die Nutzung der sozialen Medien und die Selbstdarstellung darin erzeugt ganz oft einen riesigen Druck auf unsere Kinder und Jugendlichen. Jetzt nur soziale Netzwerke für diese Probleme verantwortlich zu machen, wäre ein bisschen kurz gedacht. Es liegt natürlich nicht nur daran, sondern auch ganz oft, und das ist jetzt so ein geflügeltes Wort von mir, es geht vor allem und immer wieder um die verantwortungsvolle Nutzung. Und dadurch, dass ich sehr viel mit Kindern und Jugendlichen arbeite, im Kontext auch natürlich in Klassen, wo wir gemeinsam Workshops machen, ist das halt immer ein großes Thema und es zeigt sich immer wieder, dass das die Kinder und Jugendlichen heutzutage extremst stresst. Und nicht nur unsere Kinder und Jugendlichen stresst es, ich glaube, ein Stück weit stresst es auch uns selbst. Wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe, wenn ich in einem Workshop bin und vielleicht 1, 2 Stunden lang nicht auf mein Handy schauen kann,
und nach Beendigung des Workshops dann mein Handy wieder zur Hand nehme, finden sich unzählige Nachrichten auf diesem Smartphone. Sei es jetzt, ob es E-Mails sind, Nachrichten über WhatsApp, über Instagram, über Signal, welche Medien auch immer. Und das stresst natürlich nicht nur mich, weil ich dann natürlich auch das Bedürfnis habe, so schnell als möglich zu antworten. Und das betrifft natürlich genauso unsere Kinder und Jugendlichen. Unsere Kinder und Jugendlichen haben ohnehin sehr oft das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie mal eine gewisse Zeit lang nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Einen eigenen Begriff, den Sie vielleicht sogar schon einmal gehört haben. Und zwar nennt sich dieser Begriff FOMO. Das ist eine Abkürzung. Ausgesprochen bedeutet das nichts anderes als Fear of Missing Out. Ganz einfach die Angst, etwas zu verpassen. Wenn jetzt in der Zeit, wo unsere Kinder und Jugendlichen tatsächlich im Präsenzunterricht, in der Schule, im Lehrberuf, in der Berufsschule, in der Lehrlingsausbildung sind, auch eine gewisse Zeit lang das Handy einfach nicht benutzen können, weil sie ganz einfach im schulischen Kontext unterwegs sind, im beruflichen Kontext, im Ausbildungs- und dann danach ihr Handy zur Hand nehmen, können Sie sich vorstellen, dass natürlich die Anzahl der Nachrichten, die die Kinder und Jugendlichen in der Zeit erreicht haben, exponentiell höher ist, als es bei mir ist. Und das stresst ganz einfach die Kinder und Jugendlichen. Das heißt, es ist schon ein Stück weit so, dass es einen gewissen Stress und einen gewissen Druck aufbaut. Die weitere Frage, die man sich dann natürlich stellen muss, und da werden wir dann heute auch noch dazu kommen, wie kann man das entstressen? Wie kann man da quasi ein bisschen Druck rausnehmen? Wie kann man das hintanstellen? Die mentale Gesundheit unter anderem und auch was jetzt Selbstdarstellung und wie gebe ich mich, wie präsentiere ich mich in den sozialen Netzwerken betrifft, da gibt es für mich, würde ich sagen, drei entscheidende Punkte. Und zwar ganz oft ist es so, dass man einem Vorbild nacheifern will. Ganz viele Jugendliche haben ein Vorbild, sei es jetzt von einer Rockband oder möglicherweise auch ein berühmter Schauspieler oder ein Influencer, ein YouTuber, wie auch immer. Die präsentieren sich natürlich im Internet immer alles wunderbar, happy peppy, alles ist wunderschön, das Leben ist toll, alles läuft wunderbar, es gibt nie Probleme. Und dem versuchen natürlich die Kinder und Jugendlichen online ein Stück weit nachzueifern und ihr eigenes Leben genauso toll darzustellen, wie auch das Leben derer, der sie so ein bisschen nacheifern. Das kann natürlich auch mitunter immer wieder sehr belastend sein. Wie kann ich dem ein Stück weit entgegentreten? Ich muss natürlich zum einen das alles auch immer wieder ein Stück weit kritisch hinterfragen. Soweit müssen wir die Kinder und Jugendlichen bringen. Dazu brauchen sie aber natürlich unsere Unterstützung. Das ist natürlich die Aufgabe derer, die in der Jugendarbeit unterwegs sind, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, den Kindern das auch ein Stück weit mitzugeben. Ganz wichtig daher auch immer in unserer Arbeit, auch mit den Eltern zu arbeiten. Ganz oft ist es so, dass die Eltern die Kinder und Jugendlichen dabei ganz einfach nicht unterstützen können, weil sie zum einen selbst kaum Kenntnisse darüber haben und sich mit der Materie nicht beschäftigen. Und zum anderen ist es oft so, unsere Kinder und Jugendlichen sind Digital Natives. Die wachsen mit all diesen technischen Möglichkeiten und Gegebenheiten auf. Das betrifft ganz viele Eltern eben nicht. Die sind damit nicht aufgewachsen. Ich selbst bin auch kein Digital Native. Ich bin damit nicht aufgewachsen. In meiner Kinder- und Jugendzeit gab es kein Internet, gab es diese ganzen technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, ganz einfach nicht. Und deswegen brauchen auch hier ganz oft die Eltern Unterstützung von denjenigen, die auch mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten und hier auch ein großes Wissen haben, wie man sie unterstützen kann und wie man sich selbst dazu auch Wissen aneignen kann. Das ist das eine. Das andere sind ein Stück weit die Scheinrealitäten. Oft werden soziale Medien dazu genutzt, nicht mehr nur tatsächlich Erlebtes quasi abzubilden. Also man postet zum Beispiel, ich bin jetzt gerade auf Urlaub oder besuche gerade einen Christkindlmarkt, sondern auch sich noch erfolgreicher, noch glücklicher, noch besser zu inszenieren, als es tatsächlich gerade vielleicht stattfindet. Was natürlich in weiterer Folge zu einem noch größeren Leistungsdruck führt bei den Kindern und Jugendlichen. Und natürlich nicht nur bei denen, die es posten, sondern in weiterer Folge dann auch bei den Followern, weil die ja natürlich ihr Leben selbst auch so gut wie möglich und so schön wie möglich weiter posten und präsentieren wollen.
auch wenn sich sehr viele Jugendliche heutzutage sehr wohl bewusst sind, dass das Leben eines YouTubers oder Influencers nicht immer alles glänzend und Gold ist, wollen sie doch auch ihre eigenen Inhalte so aufbereiten, dass es dem der Influencer und YouTuber, denen sie einfach nacheifern, so gut als möglich perfekt erscheint und immer alles toll ist. Sie eifern dem sehr stark nach und verzweifeln dann oft daran, weil es vielleicht nicht zu so hundertprozentig klappt. In den Workshops gebe ich den Kindern und Jugendlichen immer ganz gern mit auf den Weg, wirklich tatsächlich die Inhalte auch immer kritisch zu hinterfragen und dass bei vielen YouTubern und Influencern eben nicht immer alles wirklich so wunderbar rund läuft, wie es auf den Kanälen erscheint. Hinter einem Influencer und einem YouTuber steckt tatsächlich wirklich harte Arbeit. Das ist nicht so, dass das immer alles so lustig und alles so leicht erscheint, sondern es steckt da eine Maschinerie dahinter. Die haben ja oft auch tatsächlich technische Berater, die haben dahinter auch oft Manager und lassen sich auch professionell schminken. Also das sind alles Dinge, die man ja im privaten Bereich so gar nicht wirklich hinbekommen kann. Und deswegen ist es dann oft so, dass die Kids und Jugendlichen da ein Stück weit verzweifeln, weil sie eben nicht so perfekt anschließen können, wie sie es denn gerne wollten. Ein weiterer wichtiger Punkt diesbezüglich ist auch, dass viele Kinder und Jugendliche einfach um Anerkennung suchen. Anerkennung, weil sie es vielleicht im Privatleben von den Eltern, von Familie, von Freunden nicht in der Art und Weise bekommen, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Viele Jugendliche deklarieren sich heutzutage über Follower und über Likes. Je mehr Follower jemand hat, je mehr Likes jemand hat, umso besser, umso beliebter bin ich. Das ist aber oft nicht so. Ganz oft ist es so, dass auch in letzter Zeit immer wieder Influencer auch ganz große psychische Probleme haben, weil ganz einfach der Leistungsdruck so enorm ist. Und natürlich, das gilt genauso für YouTuber. Man muss eigentlich 24 Stunden am Tag präsent sein und seine Follower immer wieder mit neuem Material bedienen, damit man up to date bleibt, damit man quasi interessant bleibt. Und das erzeugt natürlich einen ganz enormen Druck. Man ist aufgrund dieser Tätigkeit natürlich auch ein Stück weit Burnout gefährdet, weil es gibt quasi keine Pausen. Es gibt keine Feiertage, es gibt kein Wochenende, so wie das andere kennen. Man muss ganz einfach immer wirklich präsent sein für seine Follower. Ja, wir haben drei Hashtags in unserem kurzen Timeout heute, eben Mental Health, Fitspo und das Body Imaging. Vielleicht gehen wir ganz kurz weiter zum nächsten Thema, nämlich Instagram, Fitspo, Hashtag Fitspiration, der neue Trend oder einer der Trends momentan auch auf Instagram unter anderem. Es wird quasi gepostet und gehashtaggt, was die Muskeln hergeben. Vielleicht haben sich viele von Ihnen schon mit diesem Thema beschäftigt oder sind mit diesem Thema schon einmal konfrontiert worden. Momentan ist es so, dass aktuell rund 12,1 Millionen Beiträge von Bildern meist in hautengen Fitnessdressen während oder nach dem Outwork gepostet werden. Was steckt jetzt hier dahinter? Meistens ist es so, dass dahinter steckt, dass man möchte, dass man sich einem Fitnesstrend anschließt, dass man präsentiert, wie toll der Fitnesstrend ist, dass man quasi dazu animiert wird, wie es toll ist, seinen Körper fit zu halten und welche Möglichkeiten es dazu gibt. Natürlich stecken dann dahinter, wie bei vielen anderen sozialen Medien, auch immer wieder auch versteckte Werbungen, sei es jetzt um neue Fitnessprodukte, um Fitnessgewand, vielleicht sogar auch ein Stück weit die Ernährung. Also es stecken da ganz, ganz viele Dinge auch immer dahinter. Das heißt, wir befinden uns hier auch wieder in einer ganz großen Maschinerie, die zum Laufen kommt. Unter dem gekürzten Hashtag Fitspo gibt es mittlerweile 43 Millionen Posts. Wen von Ihnen das interessiert, Sie können, wahrscheinlich gibt es viele Instagram-Nutzer unter Ihnen auch, das auch gerne mal ein bisschen nachverfolgen. Es gibt natürlich hier mittlerweile auch schon
sehr viele kritische Stimmen, muss man sagen, weil das natürlich schon so ist, dass ein Stück weit das auch immer wieder schon auch hinterfragt wird. Aber es gibt trotzdem sehr viele Follower, die diesen Trends ganz einfach folgen. Gerade auch natürlich wieder jetzt in Lockdown-Zeiten oder Corona-Zeiten, wo es auch nicht so die Möglichkeit gibt, sich in Fitnesscentern auszutauschen, in Fitnesscenter so zu gehen, um sich dort fit zu halten. Was nutzt man dann? Natürlich die Online-Plattformen, die hier angeboten werden. Und es kann natürlich dann schon sein, dass man hier dementsprechend hineinkippt. Prinzipiell sollen diese Posts ja dazu dienen, andere anzuspornen, auch den eigenen Körper fit zu halten und zum Training motivieren. Prinzipiell, wenn man jetzt denkt, körperliche Fitness ist vielleicht bei vielen von Ihnen der erste Gedanke, dass das hauptsächlich Männer betrifft. Männer sind doch noch immer zum größten Teil, nicht nur, aber doch in Fitnesscentern vertreten, um sich fit zu halten, ihren Körper zu stählen. Gerade in dem Bereich, was jetzt Fitspo betrifft, ist es jedoch so, dass der größte Anteil an Frauen hier zu finden ist, die vor allem athletischen Frauen gepflegt sind, unter dem Motto Strong is the new skinny. Also quasi wirklich Workout machen bis zum letzten, bis der Körper nicht mehr kann, sich komplett ausbauen und den Körper immer noch ein Stück weiter vorantreiben, um zu perfektionieren, um quasi den Körper zu stählen und fit zu halten. Ein gutes Beispiel hier, auch vielleicht auch ein sehr präsentes, Kim Kardashian postet auch immer wieder ihren Körper. Ihr berühmtestes Körperteil, quasi, das sie ja immer wieder gekonnt auch in Szene setzt, ist ja ihre hintere Ansicht sozusagen. Und nicht nur Kim Kardashian, es gibt auch viele andere YouTuber und Leute, die auf Instagram quasi Blogs machen mit ihren Fitness-Tipps und Tricks und auch quasi live streamen, wenn sie gerade Fitness machen, sind hier zu finden. Aber sie präsentieren ihren eigenen Körper und sie präsentieren dann natürlich ihren eigenen gestählten Körper sehr gerne als quasi Produkt ihres harten Trainings und was man nicht alles erreichen kann, wenn man tatsächlich wirklich hart trainiert und seinen Körper stählt. Das Training ist aber bitte nicht bei jedem gleich. Es ist natürlich auch hier immer zu bedenken, dass jeder Körper anders ist. Jeder Mensch ist anders. Und das ist auch gut so. Zum Glück sind wir nicht alle gleich. Und nur weil bei einem das Training sehr gut anschlägt, heißt es nicht, dass das Training bei mir deswegen genauso gut anschlägt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich auch, man weiß nie, welche zusätzlichen Mittel möglicherweise der oder diejenige, der solche Posts macht, noch zu sich nimmt, um dieses Körperbewusstsein zu erreichen, was bei anderen Personen vielleicht auch gar nicht so wirken würde, wie es bei diesen Personen wirkt. Nicht immer ist es dann bei Personen so, dass bei mir das gleich wirkt wie auch bei anderen. Wir kennen das, jeder hat ein anderes Körpergefühl, jeder hat ein anderes Wohlbefinden, eine andere Wohlfühlzone. Und hier gilt es dann natürlich für sich selbst herauszufinden, was gilt für mich am besten. Und da ist es natürlich schon ein Stück weit zu hinterfragen, ob diese ganzen Online-Plattformen, wo das angeboten wird, tatsächlich immer so toll sind oder ob es nicht doch besser ist. Ich nehme mir einmal die Zeit, wenn es denn Corona erlaubt, und gehe in ein Fitnesscenter und lasse mich dort wirklich kompetent beraten, was für meinen Körper denn das beste Training wäre. Und vor allem, wenn ich davor keinen regelmäßigen Sport betrieben habe, kann ich natürlich nicht von 0 auf 100 starten und dann glauben, dass ich innerhalb einer Woche das gleiche muskulöse Sixpack habe wie vielleicht der Influencer, den ich hier folge. Das wird natürlich nicht funktionieren. Und hier sind natürlich wir besonders gefragt, die mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, um hier wirklich ein Bewusstsein zu schaffen, diese ganzen Dinge wirklich auch kritisch zu hinterfragen und für sich selbst herauszufinden, ob denn alles, was immer im Internet ist, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Also sogar heute hat es in den Medien gegeben, unser neuer Herr Bundeskanzler, der Herr Nehammer, hat heute auch gesagt,
Man soll nicht immer alles glauben, was auf Facebook-Gruppen oder in anderen sozialen Medien geteilt wird. Ist es darum gegangen, um das Vertrauen der Politik. Und man soll auch als Erwachsener und natürlich auch als Kind und Jugendlicher nicht immer allem vertrauen, was man in den sozialen Netzwerken hört, liest oder sieht. Man muss immer wieder hinterfragen, kann das stimmen? Und man muss sich natürlich diversen anderen Kanälen bedienen, um zu hinterfragen, wie schaut es denn vielleicht tatsächlich hinter den Kulissen aus? Hier möchte ich Ihnen an diesem Punkt natürlich unsere Homepage von www.sifferinternet.at sehr ans Herz legen, wo Sie sehr viele Informationen zu all den Themen, die die sozialen Netzwerke betreffen, bekommen und auch ganz, ganz viel Infomaterial gratis downloaden können und gratis bestellen können, um das dann in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, aber auch natürlich im Erwachsenenbereich, zu verwenden. Wir stellen hier wirklich ganz, ganz viel Material zur Verfügung, das wir allen kostenfrei zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie dürfen sich all unsere Materialien einfach nehmen und auch für Sie, für Ihre Institution verwenden und Materialien downloaden, beziehungsweise können Sie auch über unser Broschürenservice Materialien bestellen. Diese werden dann per Post gratis an Sie nach Hause oder zu Ihrer Institution oder Unternehmen gesandt. Gehen wir gleich diesbezüglich ein Stück weiter zur mentalen Gesundheit. Inwiefern kann die mentale Gesundheit mit der Verwendung der sozialen Netzwerke zusammenpassen? Und kann das überhaupt zusammenpassen? Ein Post hier oder ein Like da ist mittlerweile ganz normaler Alltag geworden. Unsere Kinder und Jugendlichen, aber auch viele Erwachsene, sind quasi tagtäglich damit begleitet, Dinge, die sie tun, zu posten. Und sei es nur Kleinigkeiten. Ich backe gerade Kekse zum Beispiel. Ich fotografiere das, ich poste das und lasse ganz viele Menschen daran teilhaben, was sich gerade in meinem Leben abspielt. Nicht nur eben für Jugendliche, auch für viele Erwachsene ist das momentan eine wirkliche reale zweite Lebenswelt. Wie kann sich das auswirken? Natürlich leider nicht immer nur positiv, sondern auch natürlich ein Stück weit negativ. Eine Lebensveränderung durch die Digitalisierung hat definitiv stattgefunden, weil es mittlerweile so ist, dass wir uns in zwei Lebenswelten bewegen. Wir bewegen uns in der analogen Lebenswelt, aber auch ein Stück weit in der digitalen Lebenswelt. Natürlich geht das und kann das an der Psyche der jungen Menschen ganz einfach nicht einfach so vorbeigehen, sondern hinterlässt natürlich schon ein Stück weit seine Spuren. Gerade der digitale Wandel ist bei den Kindern und Jugendlichen oft schon sehr beansprucht und sehr herausfordernd. Stichwort natürlich Lockdown. Es geht heutzutage fast nicht ohne soziale Netzwerke. Wir haben das im ersten Lockdown, glaube ich, ganz extrem beobachten können, dass die sozialen Netzwerke eigentlich die einzige Möglichkeit waren, um in Kontakt zu bleiben mit Schule, mit Arbeit, mit Freunden, mit Verwandten, mit Bekannten. Das hat natürlich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt unsere digitale Lebenswelt nochmal ein Stück weit wirklich sehr stark beeinträchtigt. Man spricht ja mittlerweile auch von der verlorenen Kindheit quasi jetzt von dieser Corona-Generation, die zu Hause unter Anführungsstrichen eingesperrt wurde, denen der Kontakt mit Freunden, Verwandten, Bekannten mehr oder weniger verboten wurde. Es blieb eigentlich nur der einzige Weg, über die sozialen Netzwerke sich mit seinen Freunden, Verwandten und Bekannten zu treffen. Dass das nicht spurlos an einem vorübergehen kann, ist ganz klar. Aber wie gesagt, nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen ist das ganz sicher nicht spurlos vorübergegangen, auch bei sehr vielen Erwachsenen. Man nehme her die Generation der Senioren, die vielleicht auch schon etwas betagt sind und definitiv darauf angewiesen sind und waren, dass der persönliche Kontakt stattfindet, sei es durch Besuche einer Haushälterin, sei es durch Besuche vom medizinischen Personal, das die älteren Menschen unterstützt im täglichen Alltag, von Besuchen der Familie, was durch Corona und durch den Lockdown natürlich ein abruptes Ende hatte.
Und das hat mit den Senioren natürlich auch etwas gemacht. Das hat die Vereinsamung noch ein Stück weit vorangetrieben, weil das plötzlich ganz einfach nicht mehr möglich war. Und noch dazu kommt, dass sehr viele Senioren ganz einfach mit den digitalen Medien nichts anfangen können, weil es für sie ganz einfach eine komplett andere Lebenswelt ist. Das hat sehr wohl Spuren hinterlassen. Die Frage, die wir uns jetzt und in Zukunft wahrscheinlich stellen müssen, ist, wie wir das wieder so gut als möglich auch ausgleichen können. Es gibt mittlerweile auch schon seit längerem Studien darüber, wie der Zusammenhang der Psyche und der Nutzung der sozialen Netzwerke zusammenhängen. Und da zeigt das natürlich schon, dass ganz oft in den Posts und in den Dingen, die ich poste, ich mein Leben sehr viel schöner darstelle, als es vielleicht in Wirklichkeit ist. Warum ist das so? Natürlich ist das ein Stück weit so, weil ich ja natürlich die beste Seite von mir zeigen möchte. Keiner von uns möchte natürlich etwas Trauriges, etwas Schlimmes, etwas, was vielleicht nicht so schön ist, posten und öffentlich darlegen, sondern man möchte sich ja natürlich so gut als möglich darstellen, weil das bringt uns natürlich wieder damit dazu, dass man ja so viele und so möglichst viele Freunde, Follower und Likes haben möchte, weil sich ja die Jugendlichen dadurch sehr oft heutzutage definieren und dann glauben ganz einfach, dass sie sehr beliebt sind und gemocht werden, was natürlich ganz oft ein bisschen ein Trugbild ist, weil das ganz einfach nicht so ist dann im echten Leben. Für Menschen, die sich vielleicht ohnehin in einer nicht so guten Verfassung befinden, weil sie vielleicht gerade in Corona-Zeiten die sozialen Kontakte sehr beschränkt sind. Möglicherweise habe ich meinen Arbeitsplatz verloren. Und dann werde ich über die sozialen Netzwerke ganz viel beeinflusst über das, was ganz viele Leute posten, wie toll es nicht gerade ist und wie gut es mir nicht geht. Das macht dann natürlich die Psyche natürlich nochmal ein Stück weit schlechter, als es ohnehin so ist. Das heißt, man befindet sich dann so ein Stück weit in ein bisschen einer Sogwirkung und denkt sich, ja, mein Leben ist ohnehin gerade nicht so toll und alle posten, dass es so toll ist, aber mein Leben ist gerade nicht so toll. Und wie kann ich jetzt aus diesem Kreis quasi wieder hinauskommen? Es hat sich natürlich gezeigt, dass Kontakte auf sozialen Medien niemals echte Kontakte ersetzen kann. Ja, das kann niemals funktionieren. Echte Kontakte, wo ich jemanden offline sehe, tatsächlich jemand anderen gegenüberstehe, mit jemandem persönlich ein Gespräch führen kann und sofort sehe anhand von Mimik, Gestik, von Blickkontakt, wie kommt meine Botschaft jetzt beim Gegenüber an? Sind wieder zwei verschiedene Welten. Das kann man nicht miteinander vergleichen und ist gerade für uns Menschen natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vernachlässigen dürfen. Ein Lachen, gemeinsames Lachen, Blickkontakte, ja, eine kurze Berührung, etwas gemeinsam machen, ist ganz, ganz wichtig für unsere Psyche. Deswegen auch so wichtig, glaube ich, wie es jetzt gerade ist, dass die Schulen auch wieder offen sind und die Kinder und Jugendliche Kontakt miteinander haben können. Das ist etwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Natürlich wird dadurch der Konsum von sozialen Medien nicht wirklich weniger, aber es ist trotzdem wieder der soziale Kontakt auch vorhanden. Und das ist gerade für unsere Kinder und Jugendlichen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den sie unbedingt brauchen. Sie müssen sich aneinander reiben, sie müssen sich aneinander probieren, sie müssen den Umgang miteinander haben, sie haben die Möglichkeit, miteinander zu scherzen, miteinander zu lernen. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Auch der Kontakt miteinander, auch das persönliche Gespräch. Nichtsdestotrotz, dass sie natürlich auch über die sozialen Medien in Kontakt sind, keine Frage. Aber das persönliche Gespräch mit Gleichaltrigen in der Klasse ist etwas, das natürlich ganz, ganz wichtig ist für die Kinder und Jugendlichen. Ich habe das schon in den vergangenen Jahren, schon bevor Corona war und bevor es den ersten Lockdown gab, festgestellt, dass die Fähigkeit der Kinder und Jugendlichen, sich untereinander zu unterhalten und Gefühle der anderen wahrzunehmen, leider ein bisschen schlechter wird. Ich mache ganz gerne in Klassen und da fange ich an bei Volksschulen bis hinauf zu Lehrlingen mit einem sogenannten Gefühlsmemory. Und das ist eine ganz einfache Sache, indem ich ganz einfach auf Kärtchen
ganz einfache Gefühle schreibe, wie zum Beispiel lustig, traurig, zornig, wütend. Und dann wird es gewisse Schüler quasi geben, die diese Gefühle vor dem Rest der Klasse oder dem Rest des Settings, in welchem Setting das auch immer stattfinden mag, hole ich dann heraus und die müssen dann dieses Gefühl nur anhand von Mimik und Gestik den anderen rüberbringen. Und die anderen müssen dann erraten, um welches Gefühl es sich handelt. Und jetzt lasse ich Ihnen ganz kurz ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, ob sich die Kinder und Jugendlichen dabei sehr leicht tun oder sehr schwer tun. Viele von Ihnen werden jetzt wahrscheinlich gedacht haben, dass es für viele Kinder und Jugendliche nicht so einfach ist. Und da muss ich Ihnen vollkommen recht geben. Unsere Kinder und Jugendlichen tun sich heutzutage wirklich sehr schwer dabei, Gefühle anhand nur von Mimik und Gestik auszudrücken. Woher kommt das? Ich kann natürlich, wenn ich einer Person gegenüberstehe, keinen Emoji versenden, so wie ich das über ganz viele Messenger-Dienste oder soziale Netzwerke machen kann. Sondern man erkennt sofort anhand einer Botschaft, die ich aussende, zum Beispiel, ich finde deine Frisur heute ganz toll, erkenne ich in der Regel sofort, wie sich mein Gegenüber bei meiner Botschaft fühlt. Anhand eines Lächelns sehe ich sofort, erkenne ich sofort, mein Gegenüber fühlt sich wohl anhand dieser Botschaft, die ich gesendet habe. Es fühlt sich gut anhand dieser Botschaft. Wenn ich jetzt eine andere Botschaft sende, nämlich deine Schuhe, die du heute anhast, gefallen mir überhaupt nicht, dann erkenne ich auch anhand sofort von Mimik und Gestik, vielleicht anhand dessen, dass mein Gegenüber den Blick senkt, vielleicht ein bisschen trauriger schaut, erkenne ich sofort, dass meine Botschaft bei meinem Gegenüber negativ angekommen ist. Und das, glaube ich, sollten wir gerade jetzt wieder bei den Kindern und Jugendlichen stärken. Nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, auch ganz vielen Erwachsenen kommt diese Eigenschaft leider abhanden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man gerade in der Kinder- und Jugendarbeit auch ansetzen muss, um genau das wieder zu stärken. Resilienz, das Einfühlungsvermögen, ein bisschen sensibilisieren, wie reagiert mein Gegenüber, wenn ich eine Botschaft aussende, wenn ich ein Gespräch führe. Dazu gibt es ganz, ganz viele tolle Materialien, auch auf unserer Seite, auf saferinternet.at, derer Sie sich, wie gesagt, frei bedienen dürfen, um in ganz kleinen, kurzen Settings mit den Jugendlichen hier kurze Spiele zu spielen, um abzufragen, wie geht es mir selbst vielleicht auch dabei? Weil eine Botschaft über einen Messenger zu schicken, wenn ich allein zu Hause sitze, ohne zu sehen, wie mein Gegenüber darauf reagiert, ist das eine. Jemanden persönlich gegenüberzustehen und dann tatsächlich zu sehen, wie der oder diejenige darauf reagiert, ist ein ganz anderes. Das schließt natürlich auch gleich einen weiteren Bogen zu Cybermobbing, Mobbing. Ja, auch immer in den Klassen unter Jugendlichen ein ganz, ganz großes Thema, weil man natürlich sich ein Stück weit in Sicherheit wähnt, weil man ja zu Hause sitzt oftmals, weil es Lockdown ist, die sozialen Kontakte eingeschränkt sind und dann kommt es vielleicht zu einem Mobbing. Und eine Nachricht an jemanden zu schicken, deren Inhalt nicht sehr freundlich, nicht sehr nett ist, fällt einem immer leichter, wenn ich allein zu Hause sitze, in meinen vier Wänden, nur das Handy in der Hand habe und die Botschaft weiterleite. Ein anderes ist es natürlich, wenn ich dann einer Person tatsächlich persönlich gegenüberstehe. Dann fällt es oftmals nicht mehr so einfach, diese Botschaften, die nicht sehr nett sind, dieser Person direkt ins Gesicht zu sagen. Und ich glaube schon, dass wir hier ein Stück weit ansetzen müssen und unsere Jugendlichen sensibilisieren müssen. Ganz oft ist es ja auch so, dass Bilder ganz einfach nicht das wahre, reale Leben darstellen und auch Nachrichten nicht. Das heißt, die Wahrnehmung wird ein Stück weit verzerrt. Man stellt sich immer natürlich oder man versucht sich immer ein Stück weit im besten Licht darzustellen, ganz klar. Was uns ein bisschen auch gleich zum nächsten und letzten Thema bringt, das Body Image. Das Körperbild, das man von sich selbst hat, ist ja ganz oft ein nicht so gutes. Insbesondere natürlich auch bei den weiblichen Personen, die sich ganz oft in einem nicht so guten Licht sehen, als es tatsächlich ist. Hier müssen wir auch ansetzen, dass all die Bilder, die wir in den sozialen Netzwerken,
in den Werbungen ganz oft auch sehen, nicht immer der Wahrheit entsprechen, dass diese Bilder durchaus bearbeitet sind und dass man sehr wohl auch hier wieder kritisch hinterfragen soll und darf, ob das, was ich gerade sehe und was mir hier präsentiert wird, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Natürlich Body Image, man strebt immer nach der perfekten körperlichen Erscheinung. Die Frisur muss sitzen, das Make-up muss perfekt sein, alles muss wunderbar sein, hat auf unsere Kinder und Jugendlichen einen großen Einfluss. Ich möchte hier nur zum einen ein Beispiel nennen. Viele von Ihnen kennen vielleicht Bibis Beauty Palace. Die Bibi postet und ist eine ganz große Influencerin auch, hat mittlerweile auch ihre eigene Produktlinie, nämlich diesen Belu-Schaum, wo es mittlerweile auch Parfums gibt und ganz, ganz viele verschiedene Pflegeprodukte, was zum einen natürlich bei den Kindern und Jugendlichen wunderbar funktioniert, weil sie ja natürlich auf ihrem Kanal Werbung dafür macht, die Kinder und Jugendlichen, insbesondere natürlich hier die weiblichen Jugendlichen, dann diese Produkte auch kaufen, weil sie glauben, dass sie dann mit der Verwendung dieser auch so schön sein können. Positiv hervorheben möchte ich aber hier auch, dass sehr viele Firmen mit ihren Werbungen mittlerweile schon wieder einen Schritt zurück machen. Ich möchte hier insbesondere eines hervorheben, vielleicht wenn Sie heute am Abend Werbung schauen, die Pflegelinie der Marke Dove benutzt mittlerweile nicht nur wirklich Super-Size-Modeln, sondern auch Damen, die einfach so ausschauen, wie sie ausschauen, wie wir alle ausschauen. Wir haben alle unseren eigenen Körper, in dem wir uns wohlfühlen und mit dem wir uns quasi jeden Tag beschäftigen. Wir haben für uns selbst ein gutes Körpergefühl zu finden. Und hier möchte ich eben diese Werbeträger hervorheben, die mittlerweile mit wirklich ganz guter Werbung nicht nur Super-Size-Modeln, sondern ganz normalen weiblichen Körpern Werbung machen für ihre Produkte, unter anderem. Was können wir jetzt noch machen, um unsere Kinder und Jugendlichen hier zu unterstützen? Bitte sich allen möglichen Vernetzungspartnern auch zu bedienen. Hier eben nicht nur unsere Institution zu nennen, Safe for Internet, sondern auch Rat auf Draht. Oftmals können und wollen sich Kinder und Jugendliche ihren Eltern, den Erwachsenen oder auch den Lehrern nicht anvertrauen. Bei Rat auf Draht, auch ein ganz, ganz enger Vernetzungspartner von uns, kann man sich Rat und Hilfe holen. Hier arbeiten ausgebildete Psychologen und Psychologinnen, bei denen man sich gratis, kostenfrei informieren kann. Und hier eine Besonderheit, man muss auch nicht seine Identität preisgeben. Das heißt, man kann anonym bleiben. Auch eine ganz wichtige Sache oft für Kinder und Jugendliche, die quasi von sich selbst hier ein bisschen zurückstecken möchten und sich ein Stück weit vielleicht auch für die Fragen, die sie haben, genieren. Hier bei Rat auf Draht sind Sie immer herzlich willkommen, um auch Ihre Fragen zu stellen und werden hier natürlich auch kompetent beraten. Ansonsten wieder auch möchte ich den Bogen zurückspannen, ist es an uns, die wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und auch mit den Eltern arbeiten, dass wir immer wieder auch auf die verantwortungsvolle Nutzung der sozialen Netzwerke hinarbeiten, unsere Kinder und Jugendlichen dabei unterstützen. Wie verhalte ich mich in den sozialen Netzwerken? Worauf muss ich Bedacht legen? Inwiefern kann ich auch wirklich kritisch hinterfragen? Welche Möglichkeiten stehen mir hier zur Verfügung? Und ich glaube, wegzudenken sind diese ganzen Medien nicht. Wichtig ist eben noch einmal, dass wir wirklich darauf schauen, dass unsere Kinder und Jugendlichen ein korrektes Bild von sich selbst haben und auch wirklich anfangen, andere Inhalte hin zu hinterfragen und nicht immer alles eins zu eins übernehmen. Und ich glaube, ich bin schon wieder am Ende meiner Vortragszeit und darf jetzt noch die restliche Zeit für Sie zur Verfügung stellen, um Ihre Fragen zu beantworten. Ja, liebe Alexandra, vielen lieben Dank für deinen spannenden Input. Ich möchte mich an der Stelle auch noch einmal entschuldigen für die etwas schlechte Bildqualität, aber das war weder in Alexandras noch in unserem Einflussbereich, sondern die Internetverbindung war sichtlich nicht die beste. Es hat aber deiner fachlichen Expertise keinen Abbruch getan und noch einmal vielen lieben Dank. Ich möchte Sie und euch alle einladen, jetzt auch Fragen noch in den Chat zu stellen. Und was ich so gehört habe, sind die ersten schon eingetrudelt. Liebe Anna, wie schaut's aus? Welche Fragen sind aufgetaucht während dem Vortrag? Ja, da hast du vollkommen recht, Johannes. Also es sind zwei Fragen auf jeden Fall mal im Chat. Ihr könnt auch immer noch weitere Fragen stellen. Wir haben jetzt die Zeit dafür.
Frage 1 war, ob es Influencer oder InfluencerInnen derzeit gibt, die besonders beim Thema Fitness sehr aktiv bzw. beliebt sind. Also dadurch, meine persönliche Erfahrung kann ich insoweit teilen, dadurch, dass ich ja wirklich sehr viel mit Kindern und Jugendlichen im Klassenkontext auch arbeite, momentan natürlich auch sehr viel online, weil einfach die Präsenzworkshops momentan nicht möglich sind. Dass viele Kinder und Jugendliche jetzt in dem Sinn nicht tatsächlich eine eigene einzelne Person benennen, der sie, was die Fitness betrifft, extrem folgen. Also ich glaube jetzt, würde fast eher sagen, dass sich diese ganzen Fitness-Trends vielleicht sogar eher schon auf die jungen Erwachsenen und dann Erwachsenen beziehen. Die Kinder und Jugendlichen beziehen sich ganz oft auf Influencer, die vielleicht sogar eher mehr so Beauty-Produkte herzeigen und präsentieren und vielleicht dann in weiterer Folge sogar auch selbst vermarkten. Hier bitte noch einmal angesprochen, eben ganz ein prominentes Beispiel, die Bibi's Palace, also die Bibi, die das ja sehr exzessiv betreibt und die ja ihren Influencern zum Beispiel auch dann geboten hat, einen Livestream, wie sie ihr erstes Kind geboren hat. Also man kann dann sich schon darüber Gedanken machen, ob diese Inhalte dann tatsächlich meinen Followern zuzumuten sind oder ob ich meinen Followern diese Inhalte dann tatsächlich zur Verfügung stellen muss und inwieweit ich meine Privatsphäre auch schütze, weil ich sage auch immer, Influencer haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung gegenüber ihren Followern und da wird natürlich sehr wohl immer wieder auch eine gewisse Grenze überschritten, muss ich sagen. Auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder und Jugendliche sehr gut schon ein Stück weit abgrenzen können, was ist jetzt wirklich wichtig und was lasse ich jetzt auch an mich heran und vor allem, welche Kompetenzen habe ich selbst, um mich zu schützen. Also wir trauen da oft unseren Kindern und Jugendlichen eigentlich viel weniger zu, als sie tatsächlich Kompetenzen besitzen. Und da bin ich selbst oft immer wieder überrascht, wenn ich in den Workshops, in den Klassen bin, dass unsere Kinder und Jugendlichen tatsächlich sehr viele Kompetenzen haben. Genau, und die Marlene hat noch in den Chat geschrieben, dass die Pamela Reif eventuell eine ist, die da auch ganz viel zu dem Thema postet. Eine weitere Frage, die vielleicht jetzt nicht so viel mit dem Thema des Vortrages zu tun hatte, aber vielleicht angrenzend ist, was können denn Jugendliche jetzt konkret tun, wenn sie von Cybermobbing betroffen sind? Cybermobbing ist natürlich immer ein ganz, ganz großes Thema in den Schulklassen. Ich mache das ja jetzt schon mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Jahre. Das Thema Mobbing an sich ist ja jetzt kein neues. Mobbing hat es ja eigentlich schon immer gegeben. Also auch wenn ich an meine Schulzeit jetzt mich so zurückerinnere, gab es doch in der Klasse immer eine Person, die zum Beispiel bei der Volleyballauswahl als letztes gewählt wurde oder zu den Geburtstagsfeiern nicht eingeladen wurde. Mobbing an sich hat es ja tatsächlich eigentlich immer schon gegeben. Nur das Wording Mobbing und Cybermobbing ist ja jetzt mittlerweile ein relativ neues. Es gibt in Österreich seit 01.01.2016 auch den Paragraph des Cybermobbings, der aber tatsächlich nicht Cybermobbing-Paragraph heißt, das ist nur umgangssprachlich. Tatsächlich heißt er fortgesetzte Belästigung im Wege eines Computersystems oder eines Telekommunikationssystems. Merkt sich natürlich kein Mensch, daher umgangssprachlich der Paragraph Cybermobbing genannt. Wenn das jetzt in einem Klassenverband stattfinden sollte, ist es natürlich für die Lehrer auch oft ganz, ganz schwierig, das herauszufinden, weil natürlich das 24/7 stattfindet. Das heißt, wenn die Kinder die Klasse verlassen und nach Hause gehen, hört das ja nicht auf, so wie es früher war, wo es diese ganzen technischen Gegebenheiten noch nicht gegeben hat, einfach wo wir keine Smartphones hatten und wir nicht auch außerhalb der Schule auf ganz kurzem Wege miteinander in Kontakt geblieben sind, sondern damals sind wir nach Hause gegangen und Schule war für uns beendet. Und hat ein Schulkollege etwas von uns gebraucht, dann musste er uns am Festnetz anrufen. Heutzutage ist es so, dass die Kinder und Jugendlichen tatsächlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche in Kontakt sind über diverse soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste. Das erschwert natürlich die ganze Sache. Und auch wenn etwas jetzt unter Anführungsstrichen nur im Privatbereich stattfindet, spielt es dann trotzdem natürlich auch in den Schulalltag mit hinein. Ganz wichtig ist vor allem hier, die betroffenen Personen bitte immer ernst zu nehmen. Ich hatte schon Workshops in einer Klasse, wo es dann zum Thema Mobbing ging, wo dann ein Schüler quasi
herausgebrochen ist und gesagt hat, er ist eben Betroffener von Mobbing. Und der Lehrer in der Klasse hat gesagt, naja, ganz klar, so wie du dich immer benimmst, bist du auch das geborene Mobbingopfer. Also das geht natürlich gar nicht. Ja. Also da bin ich dann auch sofort mit dem Lehrer vor die Klasse gegangen, um ein Vier-Augen-Gespräch zu führen. Aber ich möchte hier auch den Lehrern keinen Vorwurf machen. Ein Lehrer hat einen Bildungsauftrag und hat sowieso auch schon sehr, sehr viele andere Agenten, die er für unsere Kinder und Jugendlichen übernimmt, um sie zu unterstützen. Und ganz oft sind die Lehrer auch ganz einfach mit der Thematik überfordert. Aber zum Glück gibt es hier wirklich ganz, ganz viele Institutionen, die auch wirklich unterstützend eingreifen. Man kann sich zum Beispiel auch an die Kinder- und Jugendanwaltschaft wenden. Dort gibt es Mediatoren, die zur Verfügung gestellt werden. Ein weiterer wichtiger Partner habe ich schon genannt, eben Rat auf Draht, wo sich ganz viele Psychologen und Psychologinnen sehr gut mit dieser Thematik auskennen und hier auch mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Wie gesagt, ganz wichtig ist vor allem, die Sache ernst zu nehmen, das in der Klasse aufzuarbeiten, weil es ganz oft so ist, dass es oft erst in der dritten, vierten Klasse herausbricht, dass ein Mobbingfall in der Klasse ist, dieser Mobbingfall aber bereits seit der ersten Klasse eigentlich schwelt. Und da bedarf es einer wirklich langfristigen Aufarbeitung. Das kann man nicht in einem 2-Stunden-Setting aufarbeiten, sondern da muss man sowohl mit den unter Anführungsstrichen jetzt Täter und auch natürlich dem Opfer arbeiten. Weil keiner wird in der Früh munter und denkt sich, hurra, heute beginne ich zu mobben. Da stecken auch ganz oft wirkliche Schicksale dahinter, sei es jetzt die Trennung der Eltern, das geliebte Haustier ist verstorben. Da können ganz, ganz viele Dinge dahinter stecken, die jemanden dazu bewegen, Mobbing zu betreiben. Möglicherweise war man selbst einmal Opfer von Mobbing und ist jetzt in einem anderen Klassensetting, wo man dann quasi der Stärkere ist und andere mobben kann. Also da stecken wirklich oft ganz, ganz viele Schicksale dahinter und deswegen ist auch hier bitte das nicht zu vernachlässigen und wirklich immer sehr ernst zu nehmen. Und natürlich als letzte Konsequenz die Anzeige bei der Polizei, keine Frage. Ja, auf jeden Fall danke für die ausführliche Antwort und wir werden auch im Anschluss die ganzen Kontaktadressen, die du genannt hast, auf jeden Fall in den Chat stellen. Eine letzte Frage kam noch im Chat und zwar vielleicht ganz kurz, wie man den FOMO-Stress bei Jugendlichen reduzieren kann, als Jugendarbeiterin oder Mensch, der mit Jugendlichen arbeitet. Wie gesagt, ganz wichtig ist, wäre es an diesem Punkt natürlich immer auch die Eltern mit einzubeziehen, weil wir als Eltern sind natürlich auch das Vorbild unserer Kinder und Jugendlichen. Ja? Und ich habe mir selbst auch schon mal von meiner Tochter sagen lassen, Mama, jetzt leg doch mal das Handy weg. Und ja, natürlich, sie hat recht. Für viele Erwachsene ist das Handy heutzutage auch Arbeitsgerät, gerade auch in Zeiten von Corona und Lockdown, wo wir halt einfach viele E-Mails bekommen und diese dann über das Handy abarbeiten zum Beispiel. Ja? Aber natürlich hat sie recht. Hier ist es natürlich auch an den Eltern, zum Beispiel in der Familie Familienregeln festzulegen, was jetzt die Dauer der Handynutzung betrifft. Und dass ich vielleicht am Wochenende das Handy mal überhaupt weglege und es nicht benutze oder zumindest die Nutzung zeitlich begrenze. Hier gibt es zum Beispiel eine ganz gute Sache und zwar Google Family Link. Das können sich die Eltern und natürlich auch die Jugendlichen dann am Handy installieren. Und als Eltern kann man dann hier die Handynutzung festlegen. Wie viel Zeit darf mein Kind mit dem Handy verbringen? Und möchte sich mein Kind zum Beispiel eine App oder ein Spiel runterladen, dann muss ich als Erwachsener das vorher bestätigen, bevor sich das Kind diese App oder das Spiel herunterladen kann. Und ich habe als Erwachsener im Vorfeld dann die Möglichkeit, mir diese App oder dieses Spiel genauer anzusehen, worum es hier eigentlich geht und ist das überhaupt für das Alter schon geeignet oder erlaubt. Das ist eine sehr gute Möglichkeit zum Beispiel, um das ein bisschen einzuschränken. Und natürlich auch gemeinsame Aktivitäten setzen. Brettspiele spielen, gerade jetzt auch die kalte Jahreszeit ist wieder da, Weihnachtszeit ist da, jetzt fangen bald die Weihnachtsferien an. Man setzt sich zusammen, man spielt Brettspiele, macht einen schönen Schneespaziergang. Momentan haben wir ja genug davon in Wien, Gott sei Dank, und auch in vielen anderen Bundesländern. Gemeinsame Aktivitäten setzen ganz einfach ohne Handy. Ich muss nicht alle Aktivitäten, die ich als Familie oder auch selber setze, auch gleich direkt auf Facebook posten. Sondern ich kann einfach einmal auch Zeit gemeinsam mit der Familie genießen, ohne dass ich das gleich anderen auch mitteilen muss und das mit anderen teilen muss. Ja, danke. Und hier halt ganz einfach immer das Bewusstsein schärfen.
Sorry für die Unterbrechung. Ich sage auf jeden Fall danke für die rege Teilnahme im Chat und die Beantwortung der Fragen und gebe zurück an den Johannes.